herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. Heute wollen wir uns alle Fragen von Anmai Kantereit anschauen. Das Fingerpicking-Intro, was ihr vorhin gesehen habt, zeige ich euch am Ende der heutigen Stunde. Vorher wollen wir uns erstmal mit den Akkorden und den Strumming-Patterns von den restlichen Teilen des Liedes beschäftigen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt mit der Strophe an. Für die Strophe brauchen wir zwei Akkorde, und zwar B-Moll und A-Dur. B-Moll ist ein Barré von A-Moll ausgehend im zweiten Bund. Das heißt, wir haben eine erstmal abgedämpfte tiefe E-Seite, die soll nicht klingen. Zweiter Bund auf der A-Seite mit dem Zeigefinger der Barré. Dann im vierten Bund jeweils mit dem Ringfinger und dem kleinen Finger auf der D- und G-Seite. Mittelfinger im dritten Bund auf der B-Seite und unser Barré unten im zweiten Bund auf der E-Seite. Und das A ist einfach nur, auch E-Seite soll wieder nicht klingen, offene A-Seite und dann mit dem Mittel- oder vielleicht auch mit dem Zeigefinger, je nachdem wie ihr es bevorzugt ist zu spielen, zweite Bund auf der D, G, B-Seite, offene E-Seite. Oder wie gesagt, eben auch so oder gerne auch so mit einem kleinen Barré. Und das sind eigentlich die einzigen beiden Akkorde, die wir für die Strophe brauchen. Als Strumming-Pattern für eine einfache Version würde ich das hier empfehlen. Ich spiele es einfach mal kurz vor. Das ist einfach nur down, up, up, down, up, down, up, up, down, down, up für den Wechsel. Ne? Das heißt, einmal im Kontext auf den Akkord, down, up, up, down, up, down, up, down, down, up, abgedämpft zum Wechsel und dann das gleiche Strumming Pattern nochmal für A, down, up. Also zwischen den Akkordwechseln mache ich immer noch so ein kleines Down-Up, was aber nicht wirklich durchklingt, sondern eigentlich nur für den Wechsel da ist. Alternativ könnt ihr auch ein anderes Strumming-Pattern verwenden, was ich mal ganz gerne benutze, was ein bisschen ja, funkier klingt. Einfach nur, man fängt diesmal mit Up an, also Up, Down, Up und dann Slap. Slap heißt einfach nur den Handballen auf die Seiten bringen, das ist dieses ja, Geräusch ähnlich wie eine Snare Drum erzeugt. Also Up, Down, Up, Slap. Dann mache ich meistens noch ein abgestimmtes Up. Dann einen Down Strum und dann wieder den Slap und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Also zusammen haben wir Up, Down, Up, Step, Up, Down, Step, Up, Down, Up, Step, Up, Down, Step. Und dann das gleiche für den nächsten Akkord. Ja, das sind so die beiden Strumming Pattern, die ich vorschlagen würde. Wie gesagt, das zweite etwas schwieriger rhythmisch, aber bringt meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr Dynamik in die ganze Geschichte rein. Okay, und dann geht es auch schon weiter mit dem Pre-Chorus. Der Pre-Chorus besteht aus fünf Akkorden, einmal E-Moll Barré. Das ist im siebten Bund der Zeigefinger als Barré. Dann haben wir im neunten Bund den Ring und den kleinen Finger im neunten Bund auf der D- und G-Seite und den Mittelfinger im achten Bund auf der H-Seite. Nächster Akkord ist ein D-Dur als Barré. Das ist ein Barré von A ausgehend im fünften Bund. Das heißt, ihr könnt ihn gerne auch so spielen. Ich spiele den immer noch mit einem kleinen Barré. Oberste Seite soll nicht klingen. Dann haben wir unseren Zeigefinger im fünften Bund auf der A-Seite, Ringfinger im siebten Bund auf der D-, G- und H-Seite
und dann die E-Saite wieder im fünften Bund. Von da aus geht's zum B-Moll, das kennt ihr ja schon, muss ich ja nicht nochmal erklären, zum A, kennen wir auch schon, und dann von da aus zum G. G ist Mittelfinger, dritter Bund E-Saite, Zeigefinger, zweiter Bund A-Saite, offen D, offen G, und dann dritter Bund mit dem Ringfinger auf der H-Saite und mit dem kleinen Finger auf der E-Saite. Und der Pre-Chorus klingt wie folgt, und zwar haben wir... Und das wiederholen wir einfach ein paar Mal. Das Strumming-Pattern hierfür ist jetzt down, up, up, down, up, up für jeden Akkord. Ich mache es meistens so, dass ich bei dem zweiten up schon den Akkord wechsle, sonst wird es ein bisschen hektisch. Also down, up, up, down, up. Und das wäre es dann auch schon für den Pre-Chorus. Danach kommen wir auch schon direkt zum Refrain. Und der Refrain wird mit Barré-Variationen gespielt. Das heißt, wir fangen an mit einem B-Moll. Das wäre normalerweise von E-Moll ausgehend ein Barré im siebten Bund. Wir spielen jetzt aber nur quasi im siebten Bund die E- und die G-Saite. Das heißt, wir spielen den offen, in offenen Positionen. Das heißt... Der Mittelfinger ist im siebten Bund auf der E-Saite. Wir haben eine offene D-Saite und unseren Ringfinger im siebten Bund auf der G-Saite. Das Zupfmuster für den Refrain ist jetzt immer Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger. Und das relativ schnell hintereinander. Übt das einfach ein paar Mal hintereinander, bis ihr dann den Dreh raus habt. Wir machen das jeweils immer zweimal für jeden Akkord. Also wir fangen an beim B-Moll. Machen dann eine Variation von A. Dafür rutschen wir einfach mit unserem Ringfinger einen Bund tiefer in den sechsten Bund und legen unseren Zeigefinger im fünften Bund auf die E-Saite. Benutzen diese exakte Fingerposition, schieben das Ganze einmal in den zehnten Bund für eine D-Variation. Und dann diese Fingerposition... nochmal genauso runter in den dritten Bund schieben. Dann haben wir eine G-Variation. Und auf der verharren wir ein bisschen. Die spielen wir mehrere Takte. Das zusammenklingt ist so. Okay. Also jeweils immer einen halben Takt lang, einen Akkord und dann den G zwei Takte lang. Und wenn wir das zweite Mal spielen, machen wir das ein bisschen anders. Und zwar spielen wir den G-Akkord dann nicht hier im dritten Bund, sondern im 15. Bund. Einfach eine andere Intonation des Akkords, aber immer noch ein G. Das heißt, das zweite Mal, wenn wir den Refrain spielen, klingt es so. Okay, wird ein bisschen eng hier. Zumindest bei mir, weil ich keine Cutaway-Gitarre habe. Auf einer E-Gitarre klingt es natürlich noch ein bisschen besser, wenn man ein bisschen Reverb drauf macht. Aber ja, sollte auch so funktionieren. Das heißt, B-Moll, A, D, G. Dabei immer die D-Saite offen. Und jedes zweite Mal, wenn wir das spielen, eben das G hier oben im 15. Bund. Und dann hätten wir es auch schon für den Refrain. Okay, schauen wir uns zu guter Letzt noch das gezupfte Intro an. Ihr habt euren Daumen zuständig für die A- und die D-Saite im Wechsel, der Zeigefinger für die G-Saite, Mittelfinger für die H-Saite und Ringfinger für die E-Saite. Am Ende soll es so klingen. Was ich da mache, ist, das Zupfmuster fängt an, erstmal nur mit dem Zeigefinger als Barré aufgelegt und wir zupfen mit dem Zeigefinger die G-Saite, legen dann den Rest des Akkords auf und zupfen dann mit dem Daumen die E-Saite. Das ist erstmal der Anfang. Dann zurück zum Zeigefinger,
Daumen auf der D-Seite, Mittelfinger auf der B-Seite, Daumen auf der A-Seite, dann wieder der Zeigefinger und zum Abschluss Ringfinger, hohe E-Seite und Mittelfinger auf der B-Seite. Also nochmal ganz langsam. Okay, nochmal langsam. Und das versuchen wir jetzt zu üben, dabei immer schneller zu werden. Sorry. Okay, das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist exakt das gleiche, nur dieses Mal ohne den Mittelfinger als Abschluss am Ende. Also der zweite Teil, ich spiele mal beides zusammen am besten. Okay, und der andere Unterschied ist, dass wir bei diesem Mal nicht nochmal im zweiten Mund die G-Seite als Auftakt spielen, sondern direkt in diesem B-Moll bleiben. Also zusammen klingt es so. Okay, etwas schneller. Okay, Originalgeschwindigkeit. Und das gleiche machen wir exakt im selben Zupfmuster nochmal auf dem A-Dur. Nur, dass wir hier vorhin nichts anheben, sondern direkt quasi als Auftaktnote, zweite Bund auf der G-Seite. Also auch hier Zeigefinger, Daumen A-Seite, Zeigefinger, Daumen D-Seite, Mittelfinger, Daumen A-Seite, Zeigefinger, Ringfinger, Mittelfinger und beim zweiten Mal exakt das gleiche, also Zeigefinger, Daumen A, Zeigefinger, Daumen D, Mittelfinger, Daumen A, Zeigefinger, Ringfinger und dieses Mal lassen wir den Mittelfinger weg. Also auf dem A klingt es dann so. Okay, mal langsam. Okay, noch einmal beides zusammengefügt. Originaltempo spielen könnt und dann sollte es das für den Song gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch geholfen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn!